select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Ich bin Experten Presserzähler Potsdam, die EV Gabenschule 1 zu 2. Sehr verehrte Damen und Herren, Presserzähler Potsdam, Göckern. In der ersten Halbzeit habe ich ein gutes Spiel von euch gesehen, in der zweiten Halbzeit war es eher umgekehrt. Ja, wie hast du das Spiel gesehen? Ich habe es genauso gesehen. Wir haben sehr gut angefangen, haben auch 1-0 verdient geführt und hätten auf 2-0 erhöhen müssen. In der Gegend 43. Minute kassieren wir es 1-1, gingen mit den hängenden Köpfen in die Kabine. Und zweite Halbzeit haben wir halt einen schlechten Start hingelegt, lagen dann 2-1 hinten, verdient 2-1 hinten und hatten ja dann noch die Möglichkeit, mehrfach auf 2-2 zu erhöhen. Diese Chancen haben wir einfach vergeben. Eigentlich hätte man schon in der ersten Halbzeit den Sack zumachen können, wenn man 2-0 führt bei so einem Wetter. Und ja, daheim sind wir ungeschlagen gewesen aus den letzten 7 Spielen. Hätte man mehr ausrechnen können auf jeden Fall. Manche könnten jetzt vielleicht sagen, dass es nicht so relevant ist, weil KSC hat seine Mannschaft abgemeldet. Es werden diese Saison wahrscheinlich weniger absteigen. Sandhausen steht im Raum. Inwiefern schaut ihr noch nach unten? Wir wollen gewinnen einfach. Wir schauen gar nicht. Wir wollen einfach nur gewinnen. Und mehr wollen wir nicht. Wir wollen Spaß haben. Wir geben unser Bestes. Das haben wir heute auch wieder getan. Nach 1-2 Rückstand haben wir Gas gegeben. Nichtsdestotrotz muss man die Tabelle anschauen. Ist ja klar, wir dürfen uns nicht erlauben, alle Spiele zu verlieren. Mit ein paar Siege werden wir auf dem richtigen Weg sein und das ist auch das Ziel. Vielleicht das wichtigere Thema diese Woche war ein Spiel, das nicht von euch war, aber trotzdem sehr wichtig für euch war. Am Mittwoch das Halbfinale des Pokalspiels des KSCs. Glückwunsch zum Fast-Einzug in den DFB-Pokal. Wie ist das bei euch angekommen? Weltklasse. Also wir haben uns riesig gefreut. Ich denke, der Verein hat es auch verdient, ins DFB-Pokal mal einzusteigen. Und ich weiß gar nicht, wie KSC jetzt heute gespielt hat unter die anderen in der dritten Liga. Vielleicht sind wir ja schon durch, vielleicht ist es jetzt schon 100%. Wir freuen uns riesig, werden das Finale genießen und hoffentlich auch dann im DFB-Pokal ein gutes Losziehen und auch dieses Spiel auf jeden Fall genießen. Ins Finale geht ihr ein bisschen als Underdog rein gegen einen Drittligisten. Ja, was rechnet ihr euch da aus und inwiefern brennt ihr auf das Finale? Also wenn wir schon im DFB-Pokal sein sollten, dann werden wir das Spiel einfach nur genießen und dann wäre es mir egal, ob wir gewinnen oder verlieren, sondern einfach nur Spaß haben, das Ding genießen. Das Wichtigste ist, dass man ins DFB-Pokal reinkommt und das wird wahrscheinlich so sein und wir werden das auf jeden Fall nur genießen. DFB-Pokal, inwiefern denkt ihr schon über den DFB-Pokal nach? Ich noch gar nicht. Für mich sind die Spiele, ich denke jetzt an Villingen, nächstes Spiel. Und bis DFB-Pokal sind noch 3 Monate oder 4 sogar. Und ich denke an Villingen, an das nächste Spiel. Musst du die Mannschaft ein bisschen bremsen, was den DFB-Pokal angeht? Nee, wir sind ja am Boden geblieben und da wird auch nicht großartig drumherum geredet. Man spricht wirklich im Training oder sonst irgendwie, das geht es immer um die Liga jetzt gerade. Wollen die Spiele gewinnen, wollen Spaß haben noch zum Abschluss. Nächstes Spiel ist dann gegen Villingen. Was wäre das für ein Gegner und wie werdet ihr versuchen, erfolgreich zu sein? Villingen spielt um den 2. Platz, haben eine super Defensive und schalten sehr schnell um. Sind brutal torgefährlich. Als Aufsteiger haben sie sich super in die Liga reingespielt, haben die Einkäufe haben top gepasst. Ist eine richtig gute Mannschaft und zu Recht stehen sie auch oben, sind konstant. Es wird keine leichte Aufgabe. Villingen muss hier auch gewinnen wollen und für die wird es auch nicht leicht. Wir werden wieder unser Bestes geben. Freiberg haben wir ja fast gehabt. Heute haben wir mindestens 1 Punkt liegen lassen. Für die wird es halt auch schwer. Köchern, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Dankeschön. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.